Leserinnen, liebe Leser, Aufmarschpläne heißt das Profil dieser Woche und es geht um Pläne der Burschenschafter und von FPÖ-Politikern und das ist ja oft dasselbe, das Gedenkjahr zu gehen oder zu missbrauchen, um ein bisschen am rechtsextremen Image herumzupolieren. Die Titelgeschichte hat Christa Zöchling geschrieben. Die Titelgeschichte wurde auch weithin zitiert von vielen Tageszeitungen, was nun bei dem Thema eigentlich schon eine Überraschung ist. Sind wir da alarmistisch oder hat diese Geschichte eine Berechtigung? Was für eine Suggestivfrage, ich weiß. Naja, also es gab ja vor 2 Wochen diesen Ball, der wie jedes Jahr auch dieses Mal zu Auseinandersetzungen im Vorfeld geführt hat. Und dann gab es ja danach diese Krawalle um diesen Ball herum. Also die Gegendemonstranten, die dann zum Teil von diesem schwarzen Block unterwandert wurden und die dann Scheiben etc. eingeschlagen haben. Also die Debatte um die Frage, dürfen schlagende Burschenschaften in der Hofburg, in den Prunkräumen der Hofburg einen Ball abhalten, die ist ja nicht neu, die gibt es schon sehr lange. Und sie wird auch eigentlich im Großen und Ganzen so beantwortet, dass man sagt, eigentlich sollte man das nicht in der Hofburg machen. Mhm. Aber verbieten kann man es nicht. Ist nur, man kann es nicht verbieten. Ja. Man kann nicht, und vor allem nachdem die FPÖ als offizielle Veranstalterin aufscheint, ist es noch schwieriger geworden. Jetzt geht es darum, dass dieselben oder ähnliche Leute ein Fest der Freiheit so nennen sie es, in der Innenstadt machen wollen im Mai und dort ein bisschen. Ja, Randale, ich würde sagen, Randale provozieren wollen, okay. So schaut es aus. Der Vorwurf, den wir manchmal bekommen, ist, warum regt ihr euch so auf? Da ging es um 1000 Ballbesucher und das sind doch vielleicht 4000 Burschenschaften insgesamt, die hätten ja keine Macht. Wir haben dem allerdings einiges entgegenzusetzen. Ja, und zwar, ich glaube aus gutem Grund, ich meine, es sind zahlenmäßig wenig Leute, weniger als zum Beispiel Bauern, die auch nicht mehr so viel sind in Österreich. Aber diese Menschen sind Akademiker, sie haben studiert, sie sitzen in wichtigen Positionen der Gesellschaft. Das heißt, es sind, wenn man in Spitäler geht, wenn man mit Richtern zu tun hat, mit Staatsanwälten, man wird sehr oft diese Männer mit dem Schmiss im Gesicht antreffen, weil die in solchen Positionen sind. In diese Positionen sind sie gekommen, massenhaft in den Jahren der schwarz-blauen Bundesregierung. Da saßen sie in den Vorzimmern der Ministerbüros, im Parlament, in der Struktur, in der höheren Struktur der Verwaltung. Innenministerium, auch verstaatlichten Ministerium, Wissenschaftsministerium, ist wirklich unglaublich, überall. Und seit die Spaltung der FPÖ vollzogen wurde und Strache jetzt, der Heinz-Christian Strache, der FPÖ vorsitzt, sind sie auch in der Politik, also sie sind im Parlament. Also sie sind ganz stark im Parlament. Wir haben irgendwann mal ausgerechnet, wie viele der FPÖ-Abgeordneten, männlichen Abgeordneten im Parlament aus schlagenden Burschenschaften kommen. Weißt du es ungefähr zahlenmäßig? Also im Parlament, also das sind jetzt alle, das sind nicht nur die Männer als die 100%, da sind es glaube ich 37% sind schlagende Verbindungen im Nationalrat. Das heißt, es ist mindestens die Hälfte der Männer. Das ist in der letzten Legislaturperiode gewesen. Und da ist natürlich richtige Macht. In Wien ist es noch schlimmer. In Wien sind es, glaube ich, ist es mehr als jeder Zweite, der bei einer Schlacht. Im Wiener Gemeinderat. Und darum ist es nicht alarmistisch, weil wir sprechen hier von gesetzgebenden Organen, sei es im Wiener Landesparlament oder sei es im Nationalrat. Und wissend, dass bei den jüngsten Umfragen die FPÖ nun an erster Stelle liegt und vermutend, dass bei den nächsten Nationalratswahlen die FPÖ an erster Stelle liegen kann und nicht ausschließen können, dass es wieder eine Regierung gibt. Das wäre wiederum eine Regierung, die mit vielen Burschenschaftern und darum geht es stark in der Geschichte, ein radikal rechtes, oft rechtsextremes, revisionistisches und braunes Gedankengut vertritt. Eine Gruppe von Menschen, die eigentlich in der Gesellschaft wirklich eine Randgruppe ist, im Grunde genommen, aber quasi die Hegemonie schon fast erreicht hat durch ihre zahlmäßige, durch das Einsickern in sehr hohe Positionen mit Meinungen und Haltungen, die wirklich jeder Vernunft und auch jeder Menschlichkeit widersprechen. Also rassistisch, den Nationalsozialismus verharmlosend, in ihren Publikationen immer wieder entlangschrammend am NS-Verbotsgesetz. Wir bleiben wachsam.
wünsche Ihnen großes Interesse beim Lesen dieses Profils. Danke.